Heute gibt es für euch wieder einen Ausschussreport aus dem Ausschuss Digitale Agenda, diesmal sogar aus dem Raum, in dem er immer stattfindet. Und wenn ihr euch wundert, wer diese vielen alten weißen Männer an der Wand sind, das sind frühere Ausschussvorsitzende, allerdings nicht vom Digitalausschuss, den gibt es ja noch gar nicht so lange. Heute war das Wichtigste unser Gast, Bildungsministerin Anja Karliczek. Wir haben 1 Million Fragen gestellt zu allem, was irgendwie mit Bildung zu tun hat. Das kann ich euch nicht alles erzählen. Wir haben fast 2 Stunden dazu geredet. Ich möchte vor allem vom Digitalpakt erzählen. Dazu hatte ich nämlich besonders viele Fragen. Der Digitalpakt bedeutet so viel, dass über 5 Jahre 5 Milliarden Euro an die Länder ausgeschüttet werden sollen für digitale Bildung. In dieser Legislatur sind noch 3, 3,5 Jahre, also Milliarden Euro übrig, die ausgeschüttet werden sollen. Finanziert werden soll das durch Versteigerungserlöse der 5G-Lizenzen. Die ist noch nicht ganz abgeschlossen, die Versteigerung. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab, dass das Geld daraus wahrscheinlich nicht reichen wird. Es soll nämlich auch benutzt werden, um den Breitbandausbau für andere Sachen zu fördern. Als ich gefragt habe, wie will man denn eine potenzielle Finanzierungslücke, die ehrlich gesagt sehr wahrscheinlich ist, wie will man die stopfen, wo nimmt man die Kohle her? Da war die Antwort von Bildungsministerin Anja Karliczek, dass sie vollstes Vertrauen hat in Olaf Scholz, den Finanzminister, in Klammern der SPD, dass wenn er sagt, er wird das Geld zur Verfügung stellen, 5 Jahre lang, er das auch tun wird. 5 Jahre lang ein SPD-Minister, ich hätte da so meine Zweifel. Das Ganze ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, weil es fehlt ja noch sehr viel mehr. Zum Beispiel fehlen auch Endgeräte für Schülerinnen und Schüler. Da habe ich heute die Ministerin gefragt, was sie eigentlich von dem Konzept Bring Your Own Device hält. Dahinter verbirgt sich das Konzept, jede Schülerin, jeder Schüler bringt einfach sein oder ihr eigenes Handy oder Tablet mit. Das klingt eigentlich ganz toll, weil haben ja schon ganz viele Schülerinnen und Schüler sowas, aber es zeigt doch eine sehr starke Abhängigkeit zum eigenen sozialen Hintergrund. Die einen können sich das allerneueste iPhone leisten und die anderen haben eine Krücke oder gar kein Gerät oder eins, das dauernd kaputt geht. Die Ministerin hat dazu geantwortet, ach, die meisten Schülerinnen und Schüler haben doch eigentlich schon ganz tolle Geräte und ansonsten muss man das irgendwie auf der Schulebene lösen. Finde ich ein bisschen schwierig, gerade weil wir als Bundesrepublik Deutschland eines der schlechtesten Länder sind, wenn es darum geht, Bildungsnachteile durch sozialen Hintergrund auszugleichen. Ein anderes Thema, wo ich nicht wirklich zufrieden war mit der Antwort, war die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus mit den IT-Admins vor Ort? Wir haben viel zu wenig Fachlehrer, die im Bereich Informatik oder verwandten Themen unterrichten können. Das sind aber die, die sich heute quasi überqualifiziert um die Admin von Druckern, von Rechnern und von allem kümmern müssen, weil es dieses Berufsbild und Personalstellen dafür an der Schule überhaupt nicht gibt. Die Antwort dazu, müssen sich auch irgendwie die Schulen selber drum kümmern, sind die Länder zuständig. Kann man machen, ist ja Bildung Ländersache und so, aber wir haben gerade das Grundgesetz geändert, um eine Verbesserung der Unterstützung durch die Bundesebene möglich zu machen. Und es kann nicht sein, dass im Jahre 2019 die digitale Bildung, die Schülerinnen und Schüler kriegen können, davon abhängt, ob sie in einem reichen oder einem armen Bundesland wohnen. Das sollten wir echt hinter uns lassen und im Moment sieht es leider danach aus. Bei dieser Gelegenheit möchte ich euch noch von einer Parlamentarierreise erzählen, die ich neulich unternommen habe. Es gibt hier nämlich Freundschaftsgruppen zu anderen Parlamenten in anderen Ländern. Ich bin in einer Freundschaftsgruppe mit den Cornusur-Staaten. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch das Land Uruguay besucht. Und in Uruguay, man glaubt es kaum, dass seit 15 Jahren links regiert, bekommen Schülerinnen und Schüler zur Einschulung seit 2005 einen Laptop geschenkt. Den dürfen sie auch mit nach Hause nehmen. Auf diese Weise hat man auch die Eltern an digitale Bildung herangetragen und Medienkompetenz beigebracht. Sie haben aber auch relativ schnell gelernt in Uruguay, dass sie die Lehrer bilden müssen, haben das auch gemacht. Und es gibt auch Informatikunterricht an der Grundschule. 2005, wir schreiben das Jahr 2019. Von dem kleinen Uruguay in Lateinamerika können wir uns eine ganz fette Scheibe abschneiden.